Wie bequem ist der Stuhl? Ja, der Stuhl ist bequem. Ich sitze sehr gut, danke. Sehr gut. Und wer bist du und was machst du? Also, mein Name heißt Mirko. Ich bin verantwortlich bei der Firma Nex in Portugal für den Vertrieb und das Marketing unserer wunderschönen Helme. Wer oder was ist denn Nex? Wer oder was ist Nex? Nex ist ein portugiesischer Helmhersteller und bei uns werden die Helme quasi noch in viel Handarbeit produziert in Portugal. Und mit viel Liebe zum Detail. Wie viele Helme produziert Nex im Jahr? Wir machen, ich sag mal so irgendwas rund um 200.000 Helme im Jahr. Okay, und auf welche Entwicklung darf man sich in der nächsten Zeit freuen? Auf jeden Fall ist Nex immer dafür bekannt, neue Dinge zu bringen, die noch keiner gebracht hatte. So wie dieses Jahr das FAS oder auch das Glueless gebracht haben. Und wir haben noch ein paar spannende Projekte im weitesten Sinne Rennsport und Offroad. Okay, jetzt kommt eine schwere Frage. Muss man einen Helm ersetzen, wenn er runtergefallen ist? Boah. Also, aus kaufmännischer Sicht unbedingt. Aus privater Sicht würde ich sagen auch unbedingt. Das Problem ist, dass wenn der Helm fällt, man nicht weiß, ob die Karkasse beschädigt ist oder nicht. Das heißt, man würde das erst rausfinden, wenn es zu spät ist. Und das will man nicht. Ich würde, glaube ich, ab einer man kann das nicht pauschalisieren, aber wenn das auf einem Weg ist, wo ganz viele Steine liegen oder so, dann würde ich den austauschen. Wenn mir der Helm in der Wohnung mal runterfällt, dann würde ich ihn nicht austauschen. Ist aber eine ganz, ganz graue Zone, glaube ich. Wie lange hält denn ein Helm eigentlich? Gibt es da ein Ablaufdatum? Ja, man sagt, pauschal sagt man, dass ein Helm ungefähr 5 Jahre hält. Das bezieht sich aber im Großteil einfach auf die UV-Bestrahlung, die so ein Helm bekommt. Wenn du jetzt in Südspanien lebst und fährst jeden Tag, dann bekommt er relativ viel UV. Und dann ist einfach so, dass es zu einer Materialermüdung kommen kann. Das ist nicht gesagt, dass es das tut, aber es kann. Und auch hier ist es so, dass man das nicht sehen kann. Das heißt, auch hier würde ich sagen, 5 Jahre, 6 Jahre wäre so auch mein persönlicher Tauschrhythmus. Nächste Frage. Ist ein Carbonhelm sicherer als ein Kunststoffhelm? Ist ein Carbonhelm sicherer als ein Kunststoffhelm? Also pauschal kann man, glaube ich, schon ja sagen, weil der Helm an sich ja auch noch leichter ist. Das heißt, weniger Schwungmasse mit sich bringt bei einem Sturz. Er ist schlagfähiger, dafür aber weniger flexibel wie Kunststoff. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, er ist sicherer. Und sind Integralhelme sicherer als Endurohelme? Nö. Nö. Also ich glaube nicht, dass ein Integralhelm sicherer ist als ein Endurohelm. Wenn wir jetzt Endurohelm sagen, dann sprechen wir, wenn wir über einen Motocross-Helm sprechen, dann würde ich sagen, ja, dann ist der Integralhelm sicherer, weil er ausgelegt ist für Straßenfahren, schnelle Fahrten, harte Stürze. Ein Motocross-Helm ist vor allen Dingen leicht, luftig und man fällt überwiegend auf Sand. Die erfüllen aber beide die Norm, das heißt die Schlagfestigkeit und das, was dein Kopf aufnehmen kann oder aufnehmen muss an Kräften, ist bei beiden ja erstmal nach Norm identisch. Ich würde dennoch sagen, dass wenn ein Enduro-Helm eher so ein Adventure-Helm ist, dann tun die sich nichts, dann sind die gleich sicher. So, kommen wir zur letzten Frage. Was muss ein guter Helm kosten? Was muss ein guter Helm kosten? Ich glaube, der Preis ist relativ. Natürlich abhängig von dem eigenen Budget, dem eigenen Portemonnaie, darf ein Helm so viel oder so wenig kosten, wie man selber denkt, dass es für einen richtig ist. Man kann große Marken wählen, man kann kleine Marken wählen, man kann da schon einen Preisunterschied haben. Man kann Kunststoff oder Carbonfaser nehmen. Ich glaube, dass man da keine pauschalisierte Antwort geben kann. Aber ich glaube, mit 12 Fragen, 10 Fragen waren es. Dann sind wir jetzt auch am Ende und ich sage jetzt Tschüss.